Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus Bus euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 und heute mit einem Thementour. Ja, Thema und das ist vielleicht nicht ganz so toll und es geht nämlich um, ja, Tiertransporte. Ja, nicht nur, dass die Waschmaschine im Hintergrund läuft, nein, es geht heute nicht um so ein schönes Thema, Tiertransporte auf, ja, deutschen Straßen oder überhaupt in Europa. Das ist schon ein ganz starkes Stück und das ja, müssen wir einfach mal ein bisschen diskutieren. Und ich hoffe, dass ihr dabei auch mitmacht, wenn wir hier durch Frankreich fahren, nicht durch Deutschland. Leertaste, genau. Und vorab möchte ich eins sagen. Ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer. Ich liebe meine Bockwurst. Trotzdem will ich eine Sache schon mal klarstellen, dass man Tiere nicht einfach wie so ein Ding behandeln muss. Gerade wenn man selbst Fleisch isst, hat man eine gewisse Verantwortung, das auch durch meine Reichweite, die ich habe, aus meiner Sicht mal zu kommunizieren. Gerade wenn ich selber hier gerne den Euro Truck Simulator spiele, habe ich mal wieder ein Thema gesehen oder ich habe einfach mal so durchgezwitscht und dann gab es nochmal hier, dass eigentlich 2015 eine EU-Richtlinie gab, dass ja alle 9 Stunden die Tiere versorgt werden sollten. Und da gab es irgendwie so ein Bild, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, wo dann so eine Kuh an so einen Haken ja, hängt, vom Schiff runtergezogen oder ja, weil es schon gestorben ist, weil es den ganzen Stress gar nicht durchhält. Und ich, da geht's mir einfach, das geht einfach nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich der Tierrechtsschützer bin oder sowas. Nee, damit habe ich mich eigentlich noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Vielleicht auch ein bisschen schade und traurig. Aber ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es sind nicht die LKW-Fahrer, die Schuldigen sind. Es sind nicht nur die Disponenten oder wir sind alle daran schuld. Wir sind alle daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Wir wollen billig irgendwo Fleisch essen. Ja, immer am besten noch eine Bockwurst mehr und noch eine Bockwurst mehr. Ne? Nee, und da muss ich mir auch selber ein bisschen an die Nase fassen. Ich gehöre auch dazu. Ja, ich sag jetzt nicht, dass ich immer nur auf das Billigste gucke. Nee, das mache ich nicht. Ich achte da schon ein bisschen drauf, was ich kaufe. Aber was man da gesehen hat, ist einfach nur schlimm. Ja, wenn die Tiere, ja, dort hinten sich gar nicht mehr bewegen können. In Osteuropa werden sie quasi gemästet und dann werden sie durch ganz Europa transportiert. Und es gibt nur wenige Länder, die wirklich so ein bisschen Kontrollen machen. Deutschland, Österreich und zum Teil auch Frankreich, die dann doch das eine oder andere Mal Kontrollen machen, wo die Tiere alle wieder runter müssen und nach 9 Stunden, dann werden sie halt da versorgt, gerade so Kälber, ja, die müssen nach 9 Stunden auf jeden Fall runter und dann mit Ersatzmilch irgendwie gefüttert werden. Aber als Fahrer, wie willst du das machen? Es gibt nirgendwo solche, ja, Möglichkeiten, dass dann irgendwo ein Tierchen oder die, weiß ich, wie viele Rinder darauf passen oder kleine Kühe oder Schweine oder sonstige Sachen. Und ja, da findet man keinen Hof, wer das dann aufnimmt. Und selbst die Polizei muss dann halt schauen, wo sie irgendwo einen Hof findet, wo die Tiere dann versorgt werden können. Weil die Infrastruktur gar nicht hinhaut. Ja, da wird ein Gesetz gemacht, man kann es aber nicht einhalten. Warum sagt man nicht ganz einfach, rigoros, das wird eben verboten? Durch auch die ganzen Subventionen, die wir zahlen in der EU, haben wir ein Überangebot von Tieren, die als Ware durch ganz Europa nach Afrika gebracht werden und dadurch die afrikanische Wirtschaft auch gar nicht richtig wachsen kann. Wir sagen immer schön, ja, wir geben ihnen ja Essen und dies und das, aber das können sie zum Teil auch manchmal selber. Bloß sie würden teurer produzieren, wie wir unser subventioniertes Fleisch dann nach Afrika oder sonst wohin fahren. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, es gibt überall Schlachthöfe, es gibt überall die Möglichkeit, uiuiui, knappe Sache,
da irgendwie anders zu reagieren. Warum muss ich dann die Kuh oder wie auch immer durch ganz Europa tausende Kilometer in die Türkei transportieren, 60 Stunden manchmal, dann stehen die tagelang ohne Wasser, ohne nichts vor der Grenze, weil die, ja, die Papiere noch nicht richtig durchgestellt wurden. Wo gibt's denn sowas? Sind wir so unmenschlich? Also wo ich das gesehen habe, da ging es mir... Das Problem ist, man vergisst es wieder ganz schnell, ne? Und will sich manchmal gar nicht mit dieser ganzen Sache immer so auseinandersetzen, was eigentlich traurig ist. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht von Schuld befreit, nur weil ich das jetzt so anspreche. Ich würde vielleicht eins machen, Tiertransporte mehr als 500 Kilometer müssten verboten sein. Gibt's einfach nicht. Dann sollen die zum nächsten Schlachthof, ja, transportiert werden. Und dann, ja, soll das Fleisch in Kühllaster von A nach B transportiert werden. Ganz einfach. Dann wäre die Sache erledigt. Nur weil irgendwo billig ist, ja. In Osteuropa werden sie Tiere manchmal, ja, erstmal gezüchtet. Dann werden die nach Spanien gebracht. Ja, und dann gehen sie als Milchküche, Kühe oder sonstige Tiere und dann gehen die wieder 1000 Kilometer in die andere Richtung zum Schlachten. Und das rechnet sich noch. Das soll sich noch ohne Scheiß rechnen. Verstehe ich eigentlich nicht. Also ich finde es schon ein bisschen traurig. Und ich würde gerne mal von eurer, ja, Sicht das auch mal sehen. Ja, Tiere sind halt Tiere, weil sie nicht ganz so viel Verstand haben wie wir Menschen. Aber im Endeffekt sind wir genauso wie Tiere. Wir sind Lebewesen. Und dass wir uns im Oberbegriff Menschen... es gibt ja unterschiedliche Tiere. So wie es unterschiedliche Menschen gibt. Ja, es gibt halt schwarze, gelbe, weiße, grüne, gelbe, Klingonen, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche, ja, Menschen. Trotzdem ist der Oberbegriff Mensch. Aber wir tun die Tiere in einen riesen Oberbegriff Tiere, ja. Aber es gibt ja auch Katzen, ja. Guck mal, wenn eine Katze oder ein Hund, wenn denen irgendwas passiert, dann geht die Welt zugrunde. Da sehen wir es wieder ganz anders. Aber bei den Nutztieren, ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, die das denn auch sehen, denen es auch ein bisschen nahe geht. Aber das Problem ist, dass wir, ja, irgendwie manchmal so gehemmt sind, was zu machen. Ja, ich sag jetzt nicht, man sollte irgendwo einbrechen und die Tiere retten, ne? Aber vielleicht ist jemand ein bisschen schlau, kommt dann irgendwann mal ins EU-Parlament und wird dann mal das richtige oder den richtigen Gesetzesentwurf dann mal machen, weil uns geht es ja in Europa schon verdammt gut. Auch in Deutschland. Ja, dieses Jammern auf hohem Niveau, weil ich nicht 5 Smartphones habe, nur eins, das kann ich einfach nicht ja, nachvollziehen. Und ich sage ganz einfach, wer was erreichen will, der muss auch was machen. Und da hat er auch die Möglichkeit, jeden Weg steht halt offen. Aber wenn man faul ist, wird man halt auch nichts, ne? Und wer nichts lernt, kann nichts vergessen. Nee, nur mal so. Also, nicht zu vergessen, ich bin hier kein Tierrechtsschützer mit Peter oder wie auch immer die alle da heißen, habe ich gar nichts am Hut, ja. Aber mir ist einfach nur diese Sache ja nochmal so in den Blickwinkel gekommen, dass, wo ich dann nur so ein, ich mache ja manchmal so, wenn ich Bilder bearbeite oder ein YouTube-Video bearbeite, ja, dann mache ich einfach mal so LKW-Transporte und dies und das, und dann kam halt nochmal so ein, als nächstes Video kam dann halt so ein Tiertransport. Und dann dachte ich mir, ey, das könnte ich eigentlich durchaus mal als Thementour nehmen. Und die Idee ist jetzt auch mal, dass ich ETS und dann Thementour gleich vielleicht vorne reinschreibe. Ich probiere es einfach mal. Weil es gibt doch schon eine ganze Menge Leute, die sich freuen, wenn ich eine Thementour mache. Aber es ist wirklich ein grausames Geschäft, ne? Also, vielleicht wird sich da irgendwann mal was ändern. Dass man, ja, wo man halt die Tiere züchtet,
sie auch groß werden, sie dort auch verarbeitet werden und nicht durch ganz Europa transportiert. Ja, es gab ja auch schon mal solche Sachen, da werden ja, T-Shirts irgendwo hergestellt und dann werden die irgendwo anders wieder ins Ausland hin transportiert, weil da irgendwo ein paar ja, Reißverschlüsse angenäht werden und dann kommen die wieder zurück. Vielleicht sollte man darauf irgendwo noch ein paar Steuern drauf knallen, weil das unnötige Transporte sind, die man ja eigentlich normalen Menschen gar nicht so richtig ja, klar machen kann, nur weil es dann ein paar Cent billiger ist. Ne? Dann sollte man noch gleich dieses ganze Produkt irgendwo da produzieren, wo es wenig oder kaum irgendwie große Lieferwege gibt. Ne? Und das sind halt auch die Sachen, die die Autobahn, gerade hier in Deutschland, unnötig belasten. Ja, weil die Regierung das verschlafen hat, mehr zu investieren in die Bahn. Ja, wenn man überlegt, China, da ist zu, glaube 98% kommen, oder noch mehr, weiß ich gar nicht, kommen die Schnellzüge pünktlich an. Weil es da extra Linien gibt, nur für Schnellzüge und nicht so wie bei uns dann für Schnellzüge mal, dann kommt ein ganz normaler Regionalzug, kann dann mal rüberfahren und vielleicht noch am besten noch ein Güterzug. Ja, es wurde komplett verschlafen. Ja, große Umschlagsplätze für Transporte mit Gütern. Ja, gibt's ja alles nicht. Ja, man, die wollen jetzt investieren, 40 Milliarden die nächsten Jahre, aber das ist... das reicht nicht aus. Wir liegen hier in Deutschland so zentral in der Mitte von Europa, wo der günstige Osten dann in den Westen transportieren möchte. Und ja, ich sag nur A2, ne? Da geht's ab wie Schmitz Katze. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ne? So. Ja, aber meine Küchen, die fühlen sich wohl. Ja, es sollte natürlich dann auch... irgendwo die Möglichkeit geben, dass man den Tieren irgendwo Wasser geben kann. Oh, jetzt kommt die Postfrau an, ne? Ja, das fehlt mir noch in der Raupensammlung, oder? Kommt die jetzt angeschissen? Ne, die fährt einfach nur rückwärts. Achso, ja, mit unserem Fernseher. Der Typ ist einfach vorbeigefahren. Da hat meine Frau hier erstmal angerufen und hat erstmal, wie heißt das doch mal? Hermes richtig zur Sau gemacht. Dass sie zu faul sind, auszusteigen. Da gab es only Feuer. Naja, mal gucken, ob nächsten Freitag das kommt. Nee, aber das wollte ich einfach nochmal sagen hier, so bezüglich Tiertransporte. Schon echt ein starkes Stück, ne? Aber auf eure Meinung bin ich gespannt. Oder habt ihr vielleicht andere Vorschläge? Ganz auf Fleisch verzichten, das ist, muss ich sagen, funktioniert nicht. Klar kann man für eine gewisse Zeit auch mal sich von Gemüse und die anderen Kräuter alles ernähren, aber die Leute dazu zu zwingen, irgendwie eine Sache zu machen, das funktioniert sowieso nicht. Kommt da noch ein Schwarzhandel, hier, pass auf, hier hast du 100 Euro und dann gebe ich dir eine Bockwurst hier aus der, aus der Seitentasche. Ja, wir sollten vielleicht den Fleischkonsum ein bisschen... ja, mindern und das Fleisch vielleicht doch ein bisschen teurer machen, dass wir dieses wertvolle Gut auch ein bisschen ja, schätzen. Ja, wenn ihr hier sehe, wie viel an ja, Fleisch man eigentlich isst so im Jahr, ja, das geht auch nicht auf keine Kuhhaut. Ja, also der Umgang muss auf jeden Fall geändert werden und somit kann man auch gerade so die Kleinbauern vielleicht auch noch mal ein bisschen unterstützen, dass die nicht alle zugrunde gehen und vielleicht auch nach und nach, dass die Subventionen dadurch nach und nach wegfallen und lieber das Geld in Maßnahmen steckt, die wirklich Afrika dann auch helfen und nicht, dass wir unser ganzes Billigzeug da runter schaffen und die sich sagen, nein, dann brauche ich auch nicht mal selber irgendwie ein Schwein oder eine Tomate anpflanzen. Ne? Dadurch machen wir es ja auch selber kaputt. Das ist alles... hängt alles, ist wie so ein Zahnrad, ja, machst du an einen Hebel eine Kleinigkeit, ändert sich woanders dramatisch manchmal was. Und ja, aber die Bauernlobby hat natürlich auch schon irgendwo Gewicht,
Ne? Aber trotzdem muss man halt umdenken und das fängt an erster Linie auch ein bisschen an den Verbraucher, also an uns. So, da kommt schon der erste Bauer. Hier ist der nächste. Also, das läuft ja hier. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Herrlich. Da kommt der nächste. Was ist denn hier los, Mensch? Bauer so Frau oder was? Also ich wünsche es mir, dass sich da in der nahen Zukunft sich vielleicht doch mal ein bisschen was ändert. Und wir irgendwann solche Dokumentationen einfach nur mal so mit so einem Grinsen, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit so einem, naja, früher war das so, ne? Das war noch eine ganz andere Zeit. Guck mal, jetzt habe ich hier die Rinder von A nach B transportiert. Ja, und müde ist er auch. Ja. So. Oh. Die Kühe. Der Maximus kommt. Dann laden wir mal ab, den ganzen Schulz hier. So, war ich jetzt? Ich bin um 11 losgefahren. Jetzt ist es um 15 Uhr, 4 Stunden. Naja, war 4,5 Stunden. Und die Tiere sind glücklich angekommen. Hatten Wasser, hatten ein bisschen was zum Kauen. Und können jetzt hier nochmal schön auf den Wiesen ihr Dasein leben. Und ja, so sollte es eigentlich sein. Ja, gut. Das soll es erstmal gewesen sein von der Thementour. Das grausame Geschäft der Tiertransporte. Ja, wir warten mal ab, ne, was denn alles kommt. Also mit dem Wort.